Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Sim. Ich habe in den Kommentaren der letzten Folge festgestellt, oder ich möchte es einfach mal erwähnen, für alle, die sich fragen, warum man nichts sieht, ich bin blind und nehme daher nicht den Bildschirm auf. Da wird man sowieso nichts sehen, das Spiel ist eben von mir programmiert und basiert komplett auf Audio. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass euch die letzte Folge gefallen hat und dass wieder so viele Aufrufe und Likes zustande kommen wie letztes Mal. Ich habe mir gedacht, wir fahren jetzt die Strecke nach Villach, aber nicht von Wien ausgehend, sondern von Leoben, den unteren Teil. Und ja, da schauen wir mal, ob wir die ganze Strecke fahren werden. Ich weiß es nicht, aber wir fahren auf jeden Fall mal einen Teil, also ein bisschen was werden wir fahren. Schauen wir mal, wie lange ich was zu reden habe. ja, welche Lok nehmen wir? Die ist zu langsam, die 1245. Schmalspur, die hatten wir schon. Hatten wir noch nicht, aber egal. Nehmen wir mal den Taurus 2 oder ÖBB 1116 DBBR 182. Dann steigen wir mal ein. Ich werde jetzt die Tasten nimmer dazu sagen, weil ja, für alle, die das Spiel haben wollen, liegt eine Beschreibung bei. Batterie aktivieren. Achtung, wird ein bisschen lauter. Türen öffnen. Richtungswender nach vorne verlegen, Lichter, Software einladen. Software muss geladen werden, bitte warten. Ja, warten machen wir doch gern. Er ist fertig. Das Land durchschalten, wie man hört, Österreich. Leoben. Ja, ich befinde mich von der Rudolfsbahn auf Kilometer 207,030. Ziel umstellen. Villach. So, stimmt das noch? Okay, das stimmt noch. Dann AFB. Ihr merkt, ich mache ganz viel, bevor ich den Stromabnehmer hebe. Zugsammelschiene. PZB. LZB. Obligatorisches beim Funk anmelden. Ich kann euch übrigens beruhigen, was den Taurus betrifft. Heute kriege ich garantiert keine Lieferzwangsbremsung. Der hat nämlich keine Liefer bei mir. Er hat in echt natürlich sehr wohl eine, aber ja. Jetzt Stromabnehmer. Und Hauptschalter einlegen. Jetzt hört man leise den Trafo. Ich mache meinen Maschinenraum auf. Dann ist er nämlich lauter. Wieder zu. Fenster auf. Die Fahrgäste warnen wegen der Abfahrt halt. Weil den Abfahrtauftrag holt man sich, damit er nicht. Den hat man ja in dem Moment, in dem das Signal grün ist. Türen schließen. Türen verriegeln. Bremsen lösen. Federspeicher ist aktiviert. Federspeicher lösen. Federspeicher, Bremse.
Speicher gelöst. Wie schnell darf ich überhaupt fahren? 80 wahrscheinlich. Der sagt das da nicht, warum auch immer. Ich fahre einfach mal 80, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass der es nicht sagt, aber egal, was soll man machen. Ich beschleunige sehr langsam. Ich will ja den Fahrgästen eine angenehme Fahrt bieten. Okay, fahr mal einfach 100, egal. Das ist ein Programmierfehler, wie schon gesagt. So klingt die PZB-Taste bei dem. Dann mal Zuglängenmesser. Taurus am Gegengleis. Okay, ich hoffe einfach mal, dass er rechnet. Ich bin mir aber gerade selbst nicht ganz sicher, ob er das macht. Na egal. Wir werden es rausfinden. Ich habe gerade meine Spiegel ausgefahren während der Fahrt. Sollte man in Deutschland nicht machen, aber in Österreich geht's. Spiegel wieder rein. Ich habe keine Lust, so langsam zu fahren. Ich gebe jetzt einfach mal mehr Gas. Das ist jetzt was sicher nicht erlaubt, aber mir wurde keine Geschwindigkeit gesagt. Also darf ich theoretisch Highspeed fahren. Jetzt zeige ich euch mal was. Hauptschalter raus. Und das ist viel ruhiger. Hauptschalter wieder rein. Wenn der Maschinenraum offen ist, hört man das besonders eindrucksvoll. Und wenn die Fenster offen sind, natürlich noch eindrucksvoller. Ihr dürft übrigens wirklich gerne Streckenwünsche und sowas in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Boah, ich mache mir gerade echt Sorgen, ob der rechnet. Heieieiei. Mein Computer halt. Gegenzug.
Bild aufnehmen. Sucher. 10 Minuten und 7 Sekunden. Such. Bild. Videoaufnahme stoppen. Taste. Okay, wir fahren jetzt schon 10 Minuten ungefähr. Und wie viele Kilometer? 8 Kilometer. Lasst euch jetzt mal nicht stören. Ich schaue nochmal nebenbei kurz, wann der nächste Halt kommen sollte. Okay, er hat sich offensichtlich verrechnet. Die Station hätte nämlich eigentlich schon längst kommen müssen. Okay. Ihr kriegt es jetzt live mit, oder was heißt, nee, live nicht, aber halt im Video, wenn mir ein Bug auffällt. Ich würde sagen, dass es hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt und wir eigentlich auf keiner realen Strecke fahren, sondern wir fahren sozusagen mitten durch die Landschaft, nutzen wir mal aus und fahren 230. Ja, dafür hat es auch was Gutes. Und dann werde ich euch eine andere Lok noch zeigen, also ein anderes TFZ. Schauen wir mal, was es wird. Man hört den richtig schön heulen, das kann was. 222 haben wir schon. km/h, nicht Meilen pro Stunde und auch nicht Knoten. So, Vollbremsung. Wobei Vollbremsung ja echt relativ ist bei dem Ding. Ach übrigens, etwas sehr Erstaunliches, was ich letztens erfahren habe. Also erstens, es gab ja mal einen Taurus, oder den gibt es immer noch, die ÖBB 1216025 ist das. Prüfziffer weiß ich gar nicht, ich glaube es ist die 7, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die hat einen Weltrekord aufgestellt mit 357 km/h für nicht modifizierte konventionelle Elektrolokomotiven. Bei ihr wurden nur extra Sensoren angebaut und zum Beispiel Schneeschilder entfernt, weil die einfach abgerissen werden bei den höheren Geschwindigkeiten. Aber an der Technik selbst wurde nichts modifiziert und sie war ja durch die Sensoren, könnte ich mir gut vorstellen, wahrscheinlich sogar schwerer als ohne. Also hat er sogar mehr zu tun. So, Umrichter. Oder Gleichrichter in dem Fall, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall, die fährt heutzutage auch mit einem Weltrekordanstrich rum. Unten, Villach. Ich glaube, von Villach nach Tavis. Also Tavisio Bosco Verde heißt dort der Bahnhof. In Italien, kurz hinter der Grenze. Und wie bin ich gerade auf die gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, ich weiß schon. Die hat auf jeden Fall einen Bremsweg von 7,2 Kilometern gehabt von 357 km/h. Und ein ICE 3 hat von 300 km/h, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ja, zwischen 6 und 7 Kilometer, aber ich weiß es gerade nicht genau. Bremsen lösen und manuell abbremsen, damit der Ruck nicht ganz so schlimm wird. So, Hauptschalter raus. So, diesmal sage ich es richtig, Federspeicher anlegen, obwohl es die Sprachausgabe falsch sagt. Wieso auch immer ich die AFB deaktiviere, geht das sowieso aus, wenn ich die Batterie deaktiviere. Heieiei. Stromabnehmer runter.
Richtungswender zurück. Batterie deaktivieren. Ja, Software wurde deaktiviert, wie man gehört hat. 103. War das nicht so ein komisches deutsches Osterei? Nee, es war eine deutsche Schnellzuglok, die immer noch Kultstatus hat für viele. Ich kenne sie jetzt nicht, also zumindest habe ich sie nie live erlebt. Sie sagt mir was, aber ich habe sie nicht erlebt. Dafür war ich, glaube ich, ein paar Jahre zu spät dran, dass sie noch schweren Schnellzugsdienst gefahren wäre. Auf jeden Fall, die sieht wohl ein bisschen aus wie ein langgezogenes Osterei, deswegen Osterei. Und ja. habe ich von der DB noch was? Ja klar, ich habe noch einen ICE, aber den zeige ich euch jetzt nicht. Wir brauchen noch ein bisschen was Besinnlicheres nach der 230 km/h Tour. Simulation eines 5090 auf der Ibstalbahn, Schmalspur, 760 mm. Damit konnte ich zumindest einen Wunsch erfüllen, der in den Kommentaren gestellt wurde. Das mit Villach ist mir ein bisschen misslungen. Er tankt. Türen auf. Ich weiß, es sind die City Shuttle-Türen, aber die Türen von dem Ding klingen nun mal fast genauso. AFB. Hat der ja nicht. Der hat ja nicht mal vor so. Stimmt, ja. Haben den Kompressor sagen, dass er ruhig laufen darf. Wagenbeleuchtung aktivieren. Der Sander. Der hat übrigens wieder SIFA, also freut euch auf Zwangsbremsungen. Nee, bei der SIFA kriege ich es meistens eh ohnehin und Signale gibt es in der Strecke nicht. Bremsen lösen, genau. Türen schließen. Türen geschlossen. Der Ton stimmt auch noch nicht ganz, aber ich habe einfach einen Ton gebraucht zum Verriegeln. Auf jeden Fall verriegelt sind sie jetzt auch. Ich habe mich gerade noch beim Funk angemeldet. Ich muss mich jetzt wieder an die Steuerung von dem Ding gewöhnen. Ich bin den so lange nicht gefahren. Wir fahren jetzt mit 20 km/h aus dem Bereich des Waldhofener Hauptbahnhofes raus. Hauptbahnhof. Hey, 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 das ist kein Hauptbahnhof. Das ist vor... Also, fangen wir mal so an. Er hat 102 Gleise. Nee, war Spaß. Es gibt halt einen Parkplatz mit einer Bahnhofshalle. Vor der Halle befinden sich Gleis 101 und 102 für die Stadtbahn. Und dahinter befinden sich Gleis 1 und 2 für einen normalspurigen Regionalverkehr. Nach Amstetten, Kastenreit, Kleinreifling und einmal in der Woche nach Selztal. Und dann gibt es da noch so ein paar Verschubgleise. Ja, das ist im Prinzip der Waldhofener Bahnhof. Also 3 Bahnsteiggleise, die verwendet werden. Das 101er Gleis wird nämlich auch nur noch ganz selten verwendet. Eigentlich gar nicht, weil selten 2 Stadtbahnzüge gleichzeitig da sind. Und ja, von dem her. Ich glaube, die Ibstalbahn können wir bis Start fahren. Oder zumindest bis zum Lokalbahnhof. Es wird selten wahrscheinlich, dass ich eine ganze Strecke fahre, weil auch für die Ibstal brauche ich, wenn ich sie mit Höchstgeschwindigkeit von dem Ding fahren würde, bräuchte ich da mindestens eine Stunde für. Und ja, so lange Videos werde ich nicht machen, die schauen sich die Leute meistens nicht an. 60. Man hört die Schaltung.
jetzt mal volle Kraft, weil 70 ist Highspeed und das ist ja erlaubt, da kann ich mal mit voller Kraft beschleunigen. Da tut einem fast leid. Ich bin mir fast schon sicher, dass ich mindestens einen der Bahnhöfe verfehle. Wobei, da vorne kommt jetzt nur eine Haltestelle. Das ist nur eine Haltestelle. Waldhofmann, der Ipsschiller Park. Das ist ja für einige so schwierig, will ich nicht sagen, aber ein bisschen speziell, dass man bei der Ips das Y und das I spricht. Weil, ja, man spricht sonst eben sehr oft als Y. Boah, ich habe definitiv zu spät gebremst. Hei, 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 hei. Ich bin ja so lange nicht mehr gefahren, tut mir leid. Volle Kraft voraus. Lokalbahnhof kommt jetzt. Das ist ein richtiger Bahnhof. Der hat nämlich zwei Gleise. 30 Kilo. 18 Kilo. Station. Bremse. Der ging besser. Oh, was ist besser? Der ging perfekt zum Halten. Ich breche die Bremsen, lösen Sounds jetzt mal ab, sonst sitzen wir da eine halbe Ewigkeit. Der Zug ist von der Steuerung her ganz anders. Er hat nämlich keinen Kombihebel. Wie der Taurus, soweit ich weiß. Ja, der hat, glaube ich, einen Kombihebel. Oder zumindest habe ich dem den Kombihebel verpasst. Also, wo Fahr- und Bremsen auf einem Hebel ist. Nach hinten ziehen, Bremsen nach vorne schieben, fahren. Das hat der eben nicht, dieser Triebwagen. Und von dem her muss man halt immer die Bremsen dementsprechend durchziehen. Da muss ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. So, jetzt bremse ich mit Bremsstufe 5 von 6. Ich hoffe mal, dass ich jetzt halbwegs passend stehen bleibe. Ah ne, ich muss wirklich mit Bremsstufe 6 bremsen. Ah, ja. Naja, bis gestartet kann ich's. Also ich bin zuverlässig, klar, zuversichtlich, dass ich es bis zum Start kann dann wieder. Da habe ich doch einen Halt, nämlich Start selbst. Ne, weißt du was, wir fahren jetzt so lange, bis ich einen passablen Halt hingelegt habe, also eine passable Bremsung, die man so stehen lassen kann. So lange fahren wir, das dauert eh noch. Sifa, nerv nicht. Eben, wie gesagt, er hat eine Sifa. Aber ich will mich nicht zwangsbremsen lassen, deswegen schaue ich da ein bisschen drauf. Scheibenwischer. Quietscht, wie bei der 4020. In unserem Fernseher in Österreich.
Ja, die 4020 werden Fernseher genannt, weil sie eine sehr große Frontscheibe haben, deswegen. Weitrufen an der X-Kreilhof. Ah nee, da kommt ja noch Kreilhof, okay. Ich habe noch eine Chance auf einen guten Halt. Wetten, da bleibe ich zu früh stehen. So, sagen wir so, wenn eine Station sagt, muss ich unter 10 km/h sein. 20. Klar, jetzt bin ich zu langsam geworden, das war irgendwie logisch. So, jetzt kommt dann gleich Start. Man hört den richtig arbeiten. So, ich probiere jetzt noch einmal was. Ich bremse wieder mit Bremsstufe 6 von 6 und gehe dann, wenn ich unter 20 km/h bin, also bei ungefähr 20, werde ich dann auf Bremsstufe 4 zurückgehen. Schauen wir mal, ob ich dann halbwegs in der Station stehen bleibe. Und wenn ich unter 12 bin und ich bin immer noch nicht in der Station, dann gehe ich auf Bremsstufe 3. Schauen wir mal, ob das dann halbwegs gut ausgeht. Ich hoffe's. Boy. Nee, macht irgendwie schon Spaß, das Ding wieder mal zu fahren. Wie gesagt, ich bin voll lang nicht gefahren. Zorn. Wobei, das ist eher ein Hörnchen. Start, hat er jetzt schon gesagt. Das ist ein Stadtteil von Waldhofen. So. Spielt er jetzt mit bei meinem Plan? So, ich fahre jetzt mit 7 km/h auf den Halt zu. Ne, mit 5 mittlerweile nur noch. Bitte, ein angenehmer Halt. Bild aufnehmen. Suche. 28 Minuten und 44 Sekunden. So. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht mal, wenn ich so richtig viel Zeit über habe, eine ganze Strecke fahre. Aber die Strecken dauern halt alle vergleichsweise lang. Na gut, am Stettenwaldhofen kriege ich in einer halben Stunde unter. Ohne Aufrüsten. Reine Fahrzeit. Mithalten. Sind 20 Minuten bis halbe Stunde. Und ja. Sonst ist eigentlich alles länger. Klar, ich kann Wien-St. Pölten fahren, das sind auch unter 30 Minuten. Aber das ist halt auch nicht eine ganze Strecke, weil die Westbahn ist Wien-Salzburg. Und das dauert, glaube ich, 2,5 Stunden bei meiner Umsetzung. Klar, Motor aus Sound habe ich noch nicht. Tut mir leid, aber werde ich demnächst aufnehmen. Da ist noch ein Programmierfehler. Federspeicher anlegen. Nicht anziehen, anlegen. Egal. Oh, ich habe keinen Score verloren und keinen dazu gekriegt. Muss auch erstmal schaffen, aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Logübersicht findet ihr am Ende der letzten Folge. Das UN am Ende des Namens sollte übrigens eigentlich unterwegs heißen, aber da ist ihm der Titel zu lang geworden. Keine Ahnung wieso, egal.
Und ja, ich werde mich jetzt dran machen, das Video hochzuladen. Die nächsten Tage kann sein, dass was kommt. Aber wenn, dann eher nur so Eisenbahn-Videos, die man eh schon von mir kennt. Ich bin jetzt erst eben bei der Familie und dann Skifahren am Hochficht, das ist Böhmischer Wald, aber auf der österreichischen Seite. Und ja, da werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, Videos zu machen. Vielleicht mache ich jetzt gerade noch eins. Ich lade das dann irgendwann in den nächsten Tagen hoch oder jetzt gerade noch nach dem. Das werdet ihr dann sehen. Aber wie gesagt, die nächsten Tage habe ich erstens schlechtes WLAN und ja. Aber vielleicht nach dem Weihnachtsferien dann. Am 6. frühestens, dass wieder ein längeres Video kommt. Dazwischen werden eher kurze kommen, die ich übers Handy hochladen kann. Oder ja, einfach nur kleine Infos. Ja, ich gehe auf die 30 Abos zu, deswegen, was wollt ihr denn da als Special haben? Frage ich gleich mal so am Ende. Wird es noch ein extra Infovideo dazu geben? Könnt ihr euch drauf verlassen? Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt.